Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu Holy Magic Century. Wir sind nun in der Festung angekommen und gleichzeitig auch noch bei einem Bosskampf. Und zwar Guilty, diesem roten Dämonen hier mit den fetten Klauen und den weißen langen Haaren. Nur das Problem ist, dass der Typ es doch schon faustdick hinter den Ohren hat. Ja, deshalb müssen wir etwas passiver nun spielen. Diesmal haben wir jetzt einen vollen Part. Wir haben jetzt genug Zeit, um uns hier jetzt mal genauer zu organisieren und ein bisschen passiver an die ganze Sache ranzugehen. Oder vorsichtiger ist besser. So. Erstmal will ich mich jetzt voll heilen. Das ist jetzt erstmal mein erstes Ziel. Weil dieser Typ hier mir zu viel Schaden macht. Ja, toll, ey, da mit seinen Dolchen. So, jetzt habe ich wieder volles Leben. Okay. Dann werde ich jetzt gleich nochmal eine Zauberschranke einsetzen. Und dann wird der gute Kollege gleich, ja, hochgeheilt, weil ich gleich Drainagemagie einsetzen muss. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, immer wieder Drainagemagie jetzt hintereinander zu einzusetzen, so wie ich das beim Wasserboss gemacht habe. Und, ja, weil das Problem ist dann, dabei würde der dann wieder zu krass geheilt werden. Das muss man eigentlich am Anfang des Kampfes machen, damit ich mich dann, ja, dass ich dann da ungestört meine MP aufladen kann. Na gut, da mussten wir jetzt die 250 Trefferpunkte als Heilung hinnehmen. Das geht leider nicht anders. Und jetzt versuche ich ihn mal irgendwie zu schaden. Soll ich wieder es versuchen mit der Lawine? Ich weiß ja nicht. Ich probiere es mal eben. Oh, jetzt hat das sogar einmal verfehlt. Es hätte eigentlich einmal getroffen. Ich weiß aber sonst nicht, was ich auch gegen ihn einsetzen soll. Ich kann ja mal das Eismesser versuchen. 37 Schaden und einmal Miss. Vielleicht kann ich ihn ja sogar festfrieren. Vielleicht funktioniert das ja. Ich werde ja jetzt mal ein bisschen Eismesser einsetzen. Man muss ja auch mal ein bisschen so ein bisschen ausprobieren. Oder ich gehe gleich mal in die Luftsektion rein. Und versucht dann mal gleich, ja, hier, Ruhe oder Ausweichen einzusetzen. Vielleicht kann ich damit ja irgendwie mal ein bisschen was Neues rausfinden. Vielleicht was richtig Geiles gegen Bosse. Irgendwie finde ich mich gerade nicht zurecht. Hier, Eismesser. Oh, Mann, ey. Dass das auch immer wieder verfehlen muss. Das ist so blöd gemacht. Ah, ich kann mich auch hinstellen und immer nur die Wassersäule machen. 51. Ist ja nicht gerade viel, ne? Ja, und ich denke mal, einfrieren kann man ihn nicht. Das ist ein Boss und man kann Bosse nicht stunnen. Das wäre mir mal was ganz Neues. Ja, jetzt muss ich mich auch erstmal wieder heilen, weil ich muss ja auch auf meine Leben achten. Nicht, dass ich dann hier down gehe, ne? Weil der Typ ist ja doch schon sehr gefährlich, besonders hier im Nahkampfbereich. Ich laufe jetzt erstmal nochmal weg, mache jetzt mal hier Ruhe oder... Ne, ausweichen erstmal. Agilität ist jetzt nun gestiegen. Ich denke mal, damit haben wir jetzt einen höheren Bewegungsradius, oder? Kann das vielleicht ankommen? Nö. Toll, was bringt mir das dann? Wäre auch mal schön, wenn ich so eine Beschreibung der einzelnen Attribute hätte. Nee, komm, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier weiter rumzueiern. Ich kann jetzt natürlich immer wieder hier den Fels machen. Der macht auch nur 51. Boah, ey. Und ich weiß ja noch nicht mal, wie viel Leben der hat. Komm schon. Na, das war klar. Ich muss gleich wieder Drainagemagie einsetzen. So, und je nachdem, das verfehlt ja sowieso immer so scheiße oft. Danke. Das habe ich extra gesagt, damit es endlich mal trifft. Wollte ich jetzt schon mal gleich bei 9 MP damit anfangen, den einzusetzen. Weil das kann ja auch gut mal sein, dass der dreimal hintereinander irgendwie verfehlt oder so. Und das ist dann auch... Das ist dann derbe blöd. Steht man wieder ohne MP da und kann auch nicht mal Drainagemagie einsetzen. Noch nicht mal seine MP voll heilen. So. Okay, wir haben wieder alles voll. Jetzt können wir ja mal überlegen. Mit Agilität, ja, keine Ahnung, es bringt uns irgendwie einen Scheiß. Magnetfels. 43. Das ist ja super sweet. Ich glaube, den ganzen Part werden wir an diesem Boss hier sitzen. Restriktion? Okay. Hat jetzt verfehlt? Ah! Ich weiß, was Restriktion ist. Ja, stimmt. Damit kann man ja einen Feind fesseln. Und ich glaube aber, dass es...
Ja, bei Boston wird das jetzt wahrscheinlich generell immer verfehlen, oder? Ich will es ja auch nur mal kurz ausprobieren, aber ich merke schon, das wird hier sonst reine Zeitverschwendung, wenn ich so weitermache. Jetzt muss ich mich gleich erstmal wieder heilen, bevor das hier gleich richtig wieder in den Arsch geht. Das wollen wir ja nicht. Oh, Guilty, ey. Der Typ ist heftig. Hätte ich die Zauberschranke nicht, dann wäre das ja unmöglich. 86? Okay, Leute. Jetzt werde ich zum Nahkämpfer. Jetzt werde ich ab sofort mit meinem Stab draufhauen. Okay, vielleicht doch nicht. Der Schaden ist mir da doch zu hoch. Wegen der Welle. Ich muss irgendwie auf Distanz bleiben. Oh, das ist blöd, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier echt etwas planlos. Guilty. Ja, gibt es nicht irgendwie eine Schwachstelle bei Bossen? Und ich kann ihn ja auch nicht scannen. Es trifft ja nicht. Es trifft einfach nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie viel Leben der hat. Hat es getroffen? Tatsächlich. 1800. Ja, okay, das geht ja eigentlich noch. Das ist ja vom Ding her gar nicht so viel. Tja, was mache ich nun? Defense 88, Angriff 103, nee, irgendwas mit nur 30 dann bestimmt. Da habe ich mich locker verguckt. Ja, und er hat gar kein Element. Ach so, der Typ hat gar kein Element. Das bedeutet, wir würden wahrscheinlich mit jedem Element gleich viel Schaden machen. Na okay, dann würde ich sagen, machen wir da immer noch die Lawine. Da dann auf gut Glück einfach. 80. Er ist tot! Er ist tot! Oh, geil! Yeah! Endlich ist er down. Boah. 222 Leben haben wir nun. Das ist doch schon mal super. Ich werde aber nur ganz kurz hier einmal kurz unterbrechen. Aber schnell ein Safe State machen, bevor er sonst mir hier das Programm abschmiert. Das will ich auch nicht. Ich will einmal ganz kurz den Sound ein Ticken lauter stellen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu leise. So, ich hoffe, man merkt jetzt einen kleinen Unterschied. Viel lauter soll es ja nicht werden, nur so, dass man es immerhin hört. Ich glaube, dass ich die ganze Zeit da auch den Sound ein bisschen übertönt habe. Ja, nur das Problem ist jetzt, bin ich jetzt richtig gegangen oder nicht? Ich glaube aber schon. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Och nö, weiße Ritter. Und, ja, ein weißer und ein roter Ritter. Ne, hier geht's weiter nach oben, das wird schon richtig sein. Ja, krass, ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt da mit der einen Fähigkeit stirbt. Hätte ich echt nicht vermutet. Das kam sehr überraschend und ich bin froh. Der Typ war echt heftig. Und es ist halt, die Bosskämpfe sind auch sehr langwidrig mittlerweile in dem Spiel geworden. Ja, mit ihren 1800 Leben ist es schon recht viel. Und ja, entweder das trifft alles da, die Lawine, so wie man sich's wünscht. Irgendwie so 4-5 Mal hintereinander. Oder man hat halt Pech und das trifft halt immer gar nicht oder nur einmal und alle 8 Mal oder so nur so heftig, dann sitzt man da trotzdem x Jahre vor dem Boss. Aber an die anderen Fähigkeiten hätten ja auch genauso viel Schaden gemacht. Ja, wir sind richtig. Super. Das ist hier neu. Das merke ich an diesem mittleren Weg hier, dass ich das hier alle, dass ich hier alle Wege kreuzen. Ja, nur hätte ich mal gerne eine Karte, ne? Das wäre auch ganz sexy. Ah, da haben wir eine Truhe. Und da geht es nicht weiter. Okay. Ja, dann kann das sein, dass der Spirit, von dem ich letzten Part gesprochen habe, vielleicht hier ist. Heiltrank, das ist schon mal gut. Wir merken, wir brauchen jetzt auch so ab und zu mal diese Items hier. Da haben wir auch nochmal eine Truhe. Gegner kommen wir ein Glück keine. Aber hier nochmal umschauen. Da geht's weiter. Da haben wir eine Tür. Spirit haben wir hier nicht. Also gehe ich mir dann da nochmal schön die Truhe abgreifen. So, und dann haben wir auch schon alles hier abgesucht, weil von einer Seite sind wir ja gekommen. Die eine andere haben wir schon abgesucht. Heiltrank? Ne, Heldentrank sogar. Ja, super. Sind wir ja jetzt gut gewappnet, dann können wir jetzt weitergehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt noch ein weiterer Flur kommt. Ja, kommt. Scheiße. Okay, dann müssen wir hier auch nochmal durch. Aber ihr wisst ja, ich kämpfe ja sowieso nicht mehr, daher wird das ja ganz chillig. Oh nö. Ah, ich hatte ja auch keine Lust, jetzt Leben hier zu verlieren. Daher war das ganz gut. Ja, davon bin ich innerlich schon fast ausgegangen, dass die verfehlt. Jawohl, ein Glück, jetzt habe ich sie. Trau mich gar nicht immer Escape einzusetzen, weil das funktioniert sowieso nie. Da erwähne ich das einmal und schon funktioniert's. Super.
Okay, da müssen wir jetzt die Treppen hoch. Ich denke mal, da wird dann gleich auch wieder die nächste Tür sein. Boah, es sind aber nur Ritter hier, ne? Die nerven aber trotzdem. Ja, Agilität brauchst du nicht. Ich fliehe sowieso. Kann er mit seiner Agilität machen, was er will. So. Haben wir da jetzt? Ah, da haben wir noch eine Truhe. Ja, super. Oh, weiße Ritter. Weiße Schritter-Ritter. Wollt ihr Mick am Anus haben? So, einmal hier mit einem Stab draufklopfen. Ja, komm schon. Hallo? Jawohl. So, einmal auf damit. Minzblätter. So, hier können wir jetzt auch nochmal reinschauen. Ich glaube, hier sind jetzt Personen zum Sprechen. Ja, wer ist das denn? Leute, sind ja irgendwelche Ähnlichkeiten? Ist das überhaupt ein R oder? Nee. Leonardo, doch, ist ein Typ. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Mädel. Ups. Lord Bartholomew wurde in ein abgelegenes Versteck verschleppt, Aaron. Also, Lord Bartholomew ist doch unser Vater gewesen. Stimmt. Okay. Ich wollte ihn retten, aber ich kam zu spät. Wenn du den Mut hast, such weiter. Ich helfe dir, deine Kraft wieder zu bekommen. Willst du? Nö, lass mal stecken. Ich bin schon voll aufgeladen. Aha. Der kann einen hier nochmal, hier kann man nochmal abspeichern. Ja, dafür ist er da. Ja, und dann würde ich jetzt was Falsches drücken und dann das verhauen. Das wäre ja richtig scheiße. Keine Angst, den Spirit habe ich da gesehen. Heiltrank. Ja, nochmal werden wir richtig eingebettet mit Tränken, ey, ohne Ende. Schaut euch das mal an. Richtig geil. Haben wir ja nochmal richtig viel für den Boss dann. So, Luft haben wir jetzt 22 drin. Celines Glocke. Ja, ist auch nochmal ganz gut. So, irgendwie so ein Abwehrerhöhungsdingens. Braucht man aber auch nicht. Wir haben den Zauber ja und viel bringt das sowieso nicht. Also, pff, who cares? So, ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Glaub aber schon. Ja, geht weiter nach oben. Das bedeutet, wir sind richtig. Auf geht's. Jetzt bin ich nur mal gespannt. Ich glaube, dass jetzt gleich ein weiterer Boss auf uns wartet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. Also Lord Bartholomew befindet sich definitiv in dieser Festung. Hat der Typ ja auch gerade noch einmal erzählt. Oh mein Gott. Da ist Shannon. Und da hat jemand ähnliche Kleidung wie wir an. Ich glaube, das ist Lord Bartholomew, also unser Vater. Ich glaube, wir haben ihn gefunden nach so langer Reise und Suche. Geisterlicht. Okay, ich glaube, jetzt wird es mal interessant. Tatsächlich, da ist er. Unser Vater. Wir haben ihn endlich gefunden nach so langer Zeit. Und zack, einmal aufgemacht. Goldamulett. Was bringt das denn? Erhöht Verteidigung 2 Zeiten, also 2 Runden. Ja, dann sprechen wir jetzt mal mit Shannon. Grüß dich, Meisterlehrling. Deine Macht ist viel größer, als ich dachte. Wahrscheinlich bist du eben ein echter Magier. Dieser Bursche zwang mich zu kämpfen, obwohl er verletzt ist, nur weil ich ihm von dir erzählte. Sein Leben war in Gefahr, er wollte mich stoppen, obgleich er sich nicht rühren konnte. Warum plagt er sich so? Ich weiß es nicht. Dieser Raum hat keinen Ausgang. Du musst weitergehen, um deinen Vater zu retten. Du hast keine Wahl. Dein und deines Vaters Schicksal liegt in meinen Händen. Tu, wie dir befohlen. Okay. Bart. Aaron, wie hast du mich gefunden? Wie kamst du hierher? Schnell, lauf weg! Dieser Ort ist eine Falle! Diese bösartige Puppe Shannon muss dich hierher gelockt haben. Sogar Beiges verfiel ihrer List. Das eletale Buch ist viel mehr, als ich zunächst dachte. Ist das jetzt so... Nee, der heißt nur Bart. Also nicht... Oder? Nein, Moment. Lord Bartholomew. Da steckt ja auch das Wort Bart drin. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, dass das unser Vater ist, muss aber nicht sein. Hm, okay. Gehen wir jetzt einfach weiter. Lassen wir unseren... Möchte gern Vater einfach mal da links in der Ecke liegen. Also, das eletale Buch ist also mächtiger als er dachte. Und Shannon, in Anführungsstrichen Puppe, hat sich mit einem Beiges, hat er gesagt. Oder habe ich das gerade verwechselt? Ich weiß nicht, ich glaube Beiges verbündet. Okay, viele neue Namen, viele mysteriöse Begriffe, die... ja, irgendwie jetzt uns etwas verwirren, mit denen wir noch nicht so viel anfangen können. Also müssen wir weiter. Aber es scheint so, vielleicht ist Shannon... ja, man zweifelt jetzt an ihr. Ist sie nun eine gute oder eine schlechte?
Was ist das denn für ein Typ? Ein weiterer Boss. Ah, das ist also Bigas. Bigas ist der Burgherr, also der König dieses Königreiches, von dem viel erzählt wurde. Er ist der Bösewicht. Also, Bigas, vielleicht ist er sogar der Endboss. Mir scheinen Fargo und Schultig nicht gar so mächtig zu sein, wie sie angeben. Meine Macht jedoch ist absolut. Und vor meiner Größe ist deine lachhafte, menschliche Magie nichts als Kinderspielerei. Oha. Okay. Also, sind wir nun im finalen Kampf angekommen? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall diesen Boss töten. Da führt kein Weg drum herum. Und dann wird am Ende, denke ich mal, alles aufgelöst werden. Dann wissen wir Bescheid. Tja, jetzt können wir hier rübergehen. Und dann am Ende im Nahkampf sein. Oder wir können jetzt mit Fernzaubern auf ihn drauf schießen. Ich würde aber mal sagen, wir gehen in den Nahkampf. Oha, was ist da, was war das denn? Ich glaube, der macht eher so Windmagie, aber der wird wahrscheinlich auch kein Element haben. Ich will aber wissen, wie viel Leben der hat. Aber auf jeden Fall sieht die Fähigkeit cool aus. Ich will aber ehrlich gesagt erst gar nicht wissen, wie viel Schaden die macht. Ich werde jetzt immer den Sucher Level 2 eingeben. Vielleicht ist ja die Chance höher zu treffen. Oh mein Gott. Oha, was kann der denn alles für Fähigkeiten? Ne, der ist ja richtig heftig. Oh oh, jetzt wird er uns das erste Mal treffen. 63. Okay, das geht noch. So, Zauberschranke einsetzen. Bigas. Ja, der ist schon... Er sieht aber auf jeden Fall recht böse aus. Der ist recht gut gelungen, muss ich sagen. Lawine. So, Kollege, jetzt kriegst du hier auf die Nuss. 156. Okay. Das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Ja, ich denke mal, wenn das jetzt so weitergeht... Oha. Okay. Das hat jetzt fast 400 Schaden gemacht. Ja, vielleicht werden wir den Part wieder während eines Bosskampfes beenden. Keine Ahnung. Oh, oh. Oh, oh. Nein, da werde ich jetzt mal sehr großzügig sein und mir mal den Trank hier reinziehen, bevor ich hier verrecke. Alter, ist das übel. Oh, ein Glück, es hat verfehlt. Zauberschranke. Jawohl, okay, hat getroffen. Super. Ja, ich versuche den jetzt so in einen Zug zu besiegen, ohne jetzt da Drainagemagie einsetzen zu müssen oder so. Lawine? Komm schon, triff doch. Jawohl, ja, einmal verfehlt. Aber es läuft besser als bei Guilty. Definitiv. Oh, das macht so schön viel Schaden. Selbst wenn es nur zweimal trifft. Ich glaube, ich muss mich mal so hinstellen. Ja, ich glaube schon. Aus dem Winkel ist das richtig gut. Ja, und das, der Schaden war ja auch ganz sexy. Eigentlich will ich jetzt gar keine Drainagemagie einsetzen, aber ich muss. Ich muss. Ich will die ganzen, Tränke eher für den Endboss aufbewahren. Keine Ahnung. Ja, super, damit habe ich euch gerade verraten, dass er gar nicht der Endboss ist. Naja, ist auch Lade. Konnte man sich aber auch schon irgendwie so ein bisschen denken, dass es wohl noch weitergehen wird. Ja, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt Drainagemagie einsetzen oder setze ich jetzt hier... Oder setze ich jetzt mal hier die ganzen Gammel-Items ein? Hier von ganz Anfang an, so. Muss ich mal gucken. Ja, hier ist zum Beispiel was Schickes. Ja, super. Gut, ich mache den Part dann hier mal 20 Minuten lang. Vielleicht besiegen wir den ja auf einmal. So ganz so plötzlich, ganz schnell. Oh nein. Okay, das wird jetzt... Bitte triff. Bitte, du darfst nicht verfehlen. Nein, das ist zu risikoreich. Ich muss mich mit irgendwas heilen. Hier. So. Okay. Toll, das hat mir ja viel gebracht eigentlich. Scheiße. Ja, ich muss mich jetzt mit irgendwas heilen hier. Mit irgendwelchen Gegenständen. Geheimer Trank aus Keltland, 150 TP Heilung. Ja, mir bleibt leider nichts anderes übrig. Den muss ich einsetzen. So, und jetzt schnell die Zauberschranke. Alter, das schafft man ohne Zauberschranke ja gar nicht. Wirklich, das geht ja gar nicht. So, ich muss jetzt mal hier mich schnell vorheilen. Ne, den werde ich wahrscheinlich den Part nicht mehr schaffen. Okay, hier muss ich echt, hier darf ich echt nicht zu übermütig werden. Immer schön voll heilen, wenn es geht. Okay. Er folgt mir sogar, ist ja cool. So, jetzt nochmal schnell die Zauberschranke. Dann mache ich nochmal einmal eine Lawine. Und dann denke ich, werde ich den Part mal beenden. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen.
dass ihr eingeschaltet habt. Tja, und damit ist Bikes besiegt. Das ging ja mal richtig fix. Boah, das waren ungefähr 5 Minuten oder so. Sollte hinkommen. Tatsächlich. Und wir haben genau jetzt die 20-Minuten-Marke erreicht. Ja, ist doch perfekt. Optimal an der Stelle erstmal Schluss zu machen. Aber ihr merkt ja, sonst wäre ja was jetzt passiert, wenn das der Endboss wäre. Es geht noch ein bisschen weiter. Ungefähr 2 Parts würde ich das LP noch schätzen. Vielleicht auch 3. Ich weiß es nicht genau. Kommt drauf an, wie schnell das jetzt das Ganze noch geht. Ich habe es nicht mehr ganz so richtig in Erinnerung. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr ihn ja bewerten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier bei Holy Magic Century wieder. Alles klar, Leute. Bis dann, Leute. Ciao.